Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Brick Lady und habe euch heute mal wieder nach längerer Zeit ein Set von Kobi mitgebracht. Als erstes soll ich euch aber noch ein paar Einkreationen von meinem Vierjährigen zeigen. Er hat mich jetzt doch überstimmt und ich mach's. Er hat hier heute Morgen zwei Autos zusammengebaut aus so einer gemischten Restekiste. Ist jetzt natürlich nur als Scherz gemeint, aber ja, sie fahren. Der eine quietscht etwas, aber ja, das sind so ein paar zufällig zusammengewürfelte Sachen in so einer kleinen Box, wo er sich dann manchmal nebenbei beschäftigt und was baut, wenn man sich dann fertig machen ist oder so, gerade keine Zeit hat. Ja, gut, dann haben wir das auch gleich bearbeitet. Wir haben heute hier die Prinz Eugen. Ein deutscher schwerer Kreuzer, der im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz gekommen ist. Das hatte ich euch letztens in meinem Haul gezeigt. Ist jetzt mein zweites Kobi-Video. Bei dem Apache war das, der Kampfhubschrauber, hatte ich nochmal so ein paar generelle Gedanken zum Thema Kriegsspielzeuge und ob das jetzt cool ist oder nicht, geäußert. Ja, ich glaube, man denkt auch schnell, ja, also ich würde meine Probleme nicht so lösen. Und dann stellt jemand ein Glas ins untere Fach von der Spülmaschine. Also, ich weiß nicht. Ich glaube manchmal, ich bin auch nur so friedlich, weil ich weiß, dass ich mit 1,55 und 44 Kilo ungefähr jedem unterlegen bin. Sogar einem großgewachsenen Viertklässler. Also, ich weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich schon der einzige Grund. I don't know. Gut. Wir haben hier ja aus der Historical Collection von Kobi dieses Schiff. Das ist eins von den kleineren Kobi-Schiffen, also nicht vom Maßstab, die sind alle 1 zu 300, das passt da gut zusammen, aber es ist halt eins von den kleineren, das ist jetzt auch kein Schlachtschiff oder so und hat 1790 Teile, also ja, da haben die noch ein paar größere. Aber um das mal zu testen, das ist übrigens auch der Grund, warum wir uns das gekauft hatten, wir hatten sowas in der Art noch nie gebaut, so, also Kobi schon, aber halt noch nie so ein Schiff. Und da bietet sich doch so eins ganz gut an. Außerdem hat uns das auch so von der Optik her sehr gut gefallen. Dazu kommen wir auch gleich nochmal. Ja, es ist schlank und elegant, genau wie ich. Nein, okay, nein. Ja, weil bei Kobi finde ich auch toll, das ist zwar total nebensächlich eigentlich, aber ich finde es toll, dass das nochmal in so einem braunen Umkarton kommt. Das heißt, diese Verpackung ist komplett unbeschadet. Kein Kratzer, keine Dellen und gar nichts. Da hatten wir noch nie ein Problem mit bei Kobi. Das ist wirklich cool. Also wenn man schon so eine schöne Verpackung hat, wie er glänzt und spiegelt jetzt ganz schön, ne? Dann ist das echt toll, wenn die in einem guten Zustand ankommt. Ich hatte teilweise schon andere Sachen so. Ich glaube, am meisten Pannen hatten wir tatsächlich bei dem Smith Toys. Smith Toys war das, glaube ich. Da hatten wir teilweise so Kartons, die schon so ein bisschen aufgeschlitzt waren oder so. Also es hat auch nichts gefehlt. Ich glaube, da hat einfach jemand, der das auspacken wollte, so die Klinge vom Messer zu weit ausgefahren. Also ich meine, Hände hoch, wenn es noch nie beim Auspacken passiert ist oder so. Wer noch nie eine Bettwäsche oder eine Gardine oder so aus Versehen aufgeschlitzt hat. Also ich sag da jetzt mal nichts. Das ist mir vor vielen, vielen Jahren passiert. Und ich habe es auch zugegeben. Ist gut, wenn ihr nicht versteht, was bei mir ironisch gemeint ist. Ich weiß das auch nicht. Ne? Ja, wir haben hier die 4823 als Setnummer. Und dieses Schiff gibt es nochmal in einer. Und das kann man ein bisschen dreist finden. Limited Edition, in der so ein paar kleine Specials dabei sind. Das ist die normale Variante. Ja, Preise sind unterschiedlich. Ich meine, bei Kobi war es so 151,40 Euro oder so. Bekommt man aber auch für 130 Euro. Ja, muss man halt mal ein bisschen schauen. Die Verpackung ist auch schon ein ganz schöner Klopper, ist aber sehr, sehr hübsch gemacht, finde ich, wen das überhaupt interessiert. Hinten haben wir ein paar Infos, halt auf Englisch, zur Bewaffnung. Hier so ein paar Originalbilder von dem Schiff. Ich habe mir davor übrigens auch noch mal ein paar Sachen dazu durchgelesen, einfach nur, um mich noch mal zu informieren. Wie gesagt, wir haben es für das Bauerlebnis bzw. die Bauerfahrung uns angeschafft und nicht, weil wir jetzt von diesem speziellen Modell total angetan wären oder so, eher nicht. Maße stehen mit drauf. Das ist übrigens 74 cm lang und 21,5 cm hoch an der höchsten Stelle. Unseres nicht, das haben wir da ein bisschen modifizieren müssen. Hier dieser
Mast war sehr hoch. Da haben wir diese längere Stange entfernt, weil das bei uns in einem relativ flachen Regal steht und das hätte sonst halt nicht reingepasst. Ja, deshalb ist es jetzt hier ohne die Stange. Ich denke, zum Karton ist damit auch schon alles gesagt. Ist auch wie immer alles bedruckt und in dem Fall, dazu kommen wir auch gleich noch, wirklich richtig schön bedruckt. Wir haben zwei Bauanleitungen. Wir haben das abwechselnd gebaut. Es waren fünf Bauabschnitte, also fünf einzelne Tüten. Und ja, die Bauanleitungen sind schon sehr, sehr groß. Zwei Stück. Ja, dadurch hat es auch ein ganz ordentliches Gewicht auf jeden Fall. Aber jetzt ziehen wir das Ding hier mal hin. Ein Stück hat schon ins Bild gereicht, weil das ist halt wirklich so groß. Man kann das gar nicht irgendwie hinstellen, dass man es nicht sieht. Also echt beeindruckend hier, 74 cm. Ist ein großes Modell. Wie gesagt, deutscher schwerer Kreuzer. Hier haben wir ein Schild vorne, da steht halt Prinz Eugen, der Maßstab. Und dann steht da noch 1940 bis 1945. Das war die Dienstzeit, nicht die Zeit, seit der das existiert hat oder in der das existiert hat, existiert tatsächlich immer noch als Wrack im Wasser. Es liegt noch vor der Küste und das fand ich ganz spannend. Erst 2018 wurde da Öl rausgepumpt, über 900.000 Liter. Es hat halt noch Strahlung gehabt, deshalb konnte man das nicht gleich machen. Das wurde ja nach dem Zweiten Weltkrieg erst der Royal Navy gegeben und dann ging es aber an die Amerikaner und die haben es dann für Atomwaffentests verwendet. Quasi, wen das tiefer gehend interessiert, dazu findet man ja alles online. Aber ich fand das ganz spannend irgendwie. Man konnte das Öl dann nicht direkt abpumpen, weil halt die Strahlung sehr hoch war, aber es war dann halt undicht geworden, Wasser war eingedrungen, es war gesunken und erst 2018 wurden, wie gesagt, über 900.000 Liter Öl abgepumpt. Es ist immer noch was drin, weil manches so im Inneren war, dass man nicht dran gekommen ist tatsächlich. Aber das existiert noch, halt nur nicht mehr in seiner besten Form, würde ich sagen. Ja. So, ich gucke jetzt mal, ob ich irgendwas Wichtiges oder Interessantes noch vergessen habe. Nö, wie gesagt, wen das sehr, sehr doll interessiert, da kann sich das hier angucken. Ist schön schmal. Ich finde, es sieht richtig gut aus. Und wir haben, wie gesagt, richtig coole Prints. So mehrfarbige, was ich so auch noch nicht gesehen hatte. Ich weiß nicht, also Kobi hat ja generell gute Prints. Aber solche wie hier habe ich teilweise echt noch nicht gesehen. Ich glaube, hier an dem Teil kann man es ganz gut zeigen. Das kann man auch gut abmachen. Hier haben wir diese Fenster. Das sind alles so ganz kleine Prints. Und die sind so schön gemacht. Das finde ich richtig cool. Also sowas habe ich, wie gesagt, auch noch nicht gehabt. Kommt hier auch an mehreren Stellen vor. Und wir haben auch schöne so zweifarbige. Ich glaube, eine hat sogar einen dreifarbigen Print. Ich mache die gerade mal ab, weil man noch dran kommt. Hier oben ist das Rot aufgedruckt und an der Seite dann so schwarz und grau. Also hier ist der Print sogar dreifarbig. Das ist richtig cool gemacht auf jeden Fall. Ja, wir haben hier teilweise bei der Bewaffnung verschiedene Gelenke drin. Das hier ist zum Beispiel eher schwergängig, das hier ist sehr leicht zu bewegen. Das ist halt alles ganz verschieden. Bei der Limited Edition wären noch Flugzeuge dabei. Die sind hier jetzt nicht. Dann gibt es noch eine exklusive Figur. Ja, eine exklusive Kobi-Figur. Ihr wisst, ich finde sie nicht so wunderschön. Aber ja, ich glaube, es ist ein bisschen diese gräuliche Gesichtsfarbe, ich weiß es nicht. Naja, gut. Aber da ist jedenfalls noch eine exklusive Figur dabei in so einer schnieken, ja, Uniform. Ich sag das jetzt nicht so komisch. Die Leute checken das doch. Ja, das ist hier manchmal alles nicht so für Kinder geeignet, ne? Ja. Ja, dann ist da, meine ich, noch ein anderes Schild dabei. Wir haben hier die normale Variante. Ich weiß auch nicht, ob die Zeit gleich oder zeitversetzt rauskam. Das ist ja manchmal so, kennt man von allen Bereichen. Da kommt noch so eine Special Collectors Edition, wo du denkst, aha, warum habe ich das jetzt gekauft? Was ich auch schön finde, hier diese Streifen, das sind halt auch Prints, alles, ne? Dass die sich hier so farblich noch so ein bisschen fortsetzen. Hier sieht man das richtig gut. Das macht hier so einen Knick und dann sind die Steine darüber auch so schwarz-weiß. Also es ist richtig schön, auch hier die ganzen Boote, die da dabei sind. Ich glaube, man sieht schon ganz gut, dass oben drauf war wirklich ein bisschen, ich sage immer, Fummelsarbeit, weil da waren halt wirklich sehr viele kleinere Teile mit dabei. Das war ein bisschen Gemurkse. Ja.
Der Rumpf war richtig schön zu bauen. Man hat teilweise erst gedacht, boah, das soll halten. Und dann wurde es so massiv. Also, man könnte es theoretisch, ich bin ja so ein bisschen schwach, hier einfach an jeder beliebigen Stelle nehmen. Das ist wirklich richtig massiv geworden. So Stück für Stück, das ist echt toll. Hier sieht man es vielleicht ein bisschen, das ist so seitlich geschichtet quasi. Aber richtig, richtig cool gemacht. Also, das war echt, das war richtig schön zu bauen. Ja. So, der ganze Rumpf. Ich finde auch hier die Form richtig cool hier vorne. Ich halte es mal vor meine weiße Bluse. Da sieht man es besser. Sieht richtig toll aus auf jeden Fall. Ja, das steht auf jeden Fall mega elegant da. Ne? Wie gesagt, Maßstab 1 zu 300. Das haben die, meine ich, alle. Natürlich hätte man auch ein anderes nehmen können, so eine Titanic oder so. Aber das hier hatte, wie gesagt, auch eine ganz ansprechende Teilemenge. Man weiß ja manchmal noch nicht so, gefällt einem der Aufbau dann wirklich. Aber generell finde ich ja, hat Kobi eine gute Klemmkraft. Also manchmal ein bisschen für mich, ein bisschen anstrengend beim Bauen. Aber es hält dann auch richtig gut. Und die haben gute Stand, die haben keine Farbabweichungen, sodass jeder, der schon mal gebaut hat, der weiß es auch. Kobi hat halt hauptsächlich diese Militaria-Sachen. Und das ist halt nichts für jeden. Aber ja, wie gesagt, so ein Schiff hier hatte ich noch nie. Und ich finde, das sieht richtig, richtig cool aus. Hier diese süßen kleinen Propeller. Richtig cool. Ich mag ja diese Ketten zusammenzufummeln. Jeder von uns hat so eine gemacht. Das ist ja so ein bisschen so eine Strafarbeit immer. Aber ich mag sowas manchmal richtig gerne. Ach, jetzt wieder abgegangen. Ja, also mir hat das irgendwie auf so eine, ja, so eine absurde Weise Spaß gemacht. Brauche ich jetzt nicht täglich. Aber ich fand es okay. Na komm, geht dran, ja. Gucken, wo ich die Kette hinmache. So, ja. Bei den Wappen war ich mir nicht sicher. Ist jetzt das Eiserne Kreuz drauf. Ich habe teilweise gelesen, dass es mal andere Wappen hatte. Ich habe jetzt aber auch keine Bilder gefunden, die das irgendwie bestätigen oder auch nicht. Ne? Ja, ich finde es auf jeden Fall richtig schön. Habt ihr den süßen Anker hier schon gesehen? Sagt doch nicht immer süß bei solchen Geräten. Ja, ich finde es cool. Die Ketten, wie gesagt, mag nicht jeder, dass man die so einzeln zusammenbauen muss. Das war mir so gar nicht mehr klar, dass das so ist, aber man lernt nie aus, ne? Jo, ich gucke hier nochmal gerade drüber. Ja, wie gesagt, das war alles gut. Hat sich schön bauen lassen. Hier oben, wie gesagt, viele, viele Kleinteile. Dafür sieht es aber auch sehr detailliert aus am Ende, was mir echt gut gefällt. Und ja, bei uns steht das halt wirklich schön da. Das ist perfekt, wenn man noch so ein, ja, so ein längliches, aber nicht so tiefes und auch nicht so hohes Regal übrig hat. Wie gesagt, hier haben wir eine Stange entfernt, eine längere, damit es ein bisschen kürzer ist. Mussten das leicht anpassen für unsere Größenverhältnisse, aber das ist echt cool. Und wie gesagt, das ist wirklich schön stabil. Ich habe gar keine Angst, es hochzunehmen. Ja. Habt ihr schon mal ein Schiff von Kobi gebaut oder habt ihr es vor? Ich finde den hier zum Beispiel wirklich cool. Ja. Geht auch von den Teilen, hat sich auch schön aufteilen lassen. Also, ja, ich glaube, es hätte jetzt keiner von uns für sich beanspruchen können, weil wir da beide neugierig drauf waren. Aber die haben ja auch einen Preis. Ich finde auch tatsächlich, dass bei der Steinequalität und beim Endergebnis auch der Preis tatsächlich, ja, der ist manchmal ein bisschen hoch, aber der ist hier schon gerechtfertigt. Ich fand zum Beispiel beim Apache, den gab es ja wirklich auch in einer großen Spanne. Da war es ein bisschen, ja, ein bisschen höher das Verhältnis von der Teilemenge, weil der war ja relativ klein, auch der Hubschrauber, oder der ist relativ klein, ist er ja immer noch. Hier, finde ich, kriegt man halt auch schon wirklich ein ordentliches, ja, Ergebnis geboten. Der Hubschrauber ist auch am Ende cool, aber ne, da fand ich, ist das ein bisschen mehr ins Gewicht gefallen. Hier, wenn man den für 130 Euro bekommt, finde ich das eigentlich vollkommen in Ordnung. Ja. Also mir gefällt er gut. Was denkt ihr so? Das ist, glaube ich, ein beliebtes Set gewesen. Ja, also ich konnte eigentlich über nichts meckern. Wie gesagt, die Ketten, manch einer flucht da vielleicht ein bisschen. Ja, die sind ja quasi so und haben so eine ganz kleine Öffnung. Da muss man mit der anderen kleinen Öffnung da so rein. Das ist halt wirklich ein bisschen fies, aber irgendwie entwickle ich, wenn ich sowas mache, auch immer so einen Ehrgeiz, das schnell hinzukriegen und so. Und dann ist es irgendwie doch wieder lustig. Das spricht so meine, ja, kompetitive Ader in mir an, irgendwie das dann schneller fertig zu haben, und macht dann auf komische Art und Weise Spaß. Ja. Ich finde es schick. Eigentlich irgendwie ein bisschen traurig, dass so ein heftiges Schiff, das hat ja einige
Einsätze überlebt tatsächlich und gut überstanden. Dass das dann so mit Atomwaffen befeuert wird, ist natürlich ein bisschen schade, aber was man mit seiner Kriegsbeute halt so macht, vielleicht, ja, irgendwo musste man es ja wohl testen, ne? Und das hat es dann letzten Endes zur Strecke gebracht. Ja. Ich finde es schick. Wie gesagt, habe mit solchen Sachen nicht so viel am Hut. Aber wenn man halt mal Kobi bauen will, da kommt man da meistens nicht so drum herum. Und das finde ich, kann man sich doch echt schön hinstellen. Ja. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es waren genug Infos drin. Auch nicht zu viel Historisches, weil es geht ja eigentlich ums Modell, um den Klemmbaustein. Aber halt auch nicht zu wenig. Da können wir zusammen uns rantasten. Ich bin froh, wenn ich gleich diese Bluse wieder loswerde. Ich bin wirklich so jemand, ich hätte gar keine Lust, jeden Tag in so einer gebügelten, geschniegelten, gestriegelten Bluse rumlaufen zu müssen für eine Arbeit oder so. Das ist gar nicht so meins. Ich fühle mich da also viel zu angezogen sein, was ich mag, keine Ärmel. Ich glaube, es beginnt auch schon zu Ende zu gehen. Ja, wenn ich die hier eine halbe Stunde anhatte, dann fliegt die zu viel Information gleich in die Wäsche, aus gegebenem Anlass. Ich mag einfach keine Ärmel privat. Und wenn dann so richtig große, so zwei Nummern zu groß oder so, dass bloß nicht hier die ganze Zeit was anliegt, weil das triggert bei mir einfach den Schweißfluss. Okay, das wollte einfach niemand wissen, einfach keiner. Aber das ist die Realität. Die gibt es bei mir immer gratis dazu in den Videos. So ein paar unnütze Infos und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Ja. Jawohl, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.